Hallo und herzlich willkommen zu Taffys Turnstunde. Ihr kennt ja wahrscheinlich alle Taffy, oder? Er ist das Maskottchen vom Kinderturnclub. Und kennt ihr mich auch vielleicht? Ich bin Singa. Ihr kennt mich vom Kika, aus dem Baumhaus oder Tanzalarm. Und ich bin Botschafterin für Kinder stark machen. Und heute haben Taffy und ich uns was überlegt. Wir wollen mit euch Kinderturnen zu Hause machen. Und wir wollen etwas Spezielles heute üben. Nämlich den Purzelbaum. Oder manche sagen auch Rolle vorwärts dazu. Und ihr benötigt heute deshalb vielleicht eine Yogamatte oder, guck mal, haben wir hier, oder vielleicht eine dicke Wolldecke, die ihr hinlegen könnt. Dann braucht ihr außerdem ein Podest, vielleicht sowas, wo Taffy drauf sitzt. Oder vielleicht eure Matratze aus eurem Kinderbett. Und ihr braucht noch einen Gegenstand. Vielleicht habt ihr einen Knäuel Wolle zu Hause. Oder ihr nehmt vielleicht eure Socken oder einen Ball. Und dann kann es eigentlich auch schon fast losgehen. Bevor wir aber loslegen mit dem Kinderturnen, wollen wir uns erstmal warm machen. Und das geht am besten mit dem Taffy-Tanz. Wir singen T-A-F-F-I,
wollen wir loslegen und wir zeigen euch jetzt, wie ihr einen Purzelbaum erlernen könnt. Wir beginnen in dem Vierfüßlerstand. Taffi, ich sag immer, was du machen musst und du machst es. Also, erst auf die Knie und dann nach vorne kippen und die Hände aufsetzen. Das ist der Vierfüßlerstand. Wir machen jetzt Katze und Schweinchen. Das Schweinchen hat ein Hohlkreuz, hängt durch und Kopf in den Nacken. Das wollen wir heute überhaupt niemals sehen. Gleich vergessen. Stattdessen möchten wir gerne den Katzenbuckel sehen. Jetzt drückt ihr euren Rücken ganz weit nach oben, so wie Taffi das gerade macht. Super. Und der Kopf kommt auf die Brust mit einem schönen Doppelkinn. Das sieht super aus. Die Arme könnten jetzt grundsätzlich immer leicht gebeugt sein. Das brauchen wir dann später für die Rolle. Super, das war die erste Übung. Wir machen nochmal das Hängebauchschweinchen. Einfach nur, damit der Rücken ein bisschen geschmeidig wird. Und nochmal den Katzenbuckel. Super, macht ihr zu Hause auch alle mit? Das ist wichtig. Nochmal das Hängebauchschweinchen. Und nochmal den Katzenbuckel ganz weit rausdrücken und wieder das Kinn auf die Brust nehmen. Super, das war die erste Vorübung, die wir brauchten. Als nächstes braucht ihr jetzt den Gegenstand. Ein Knoll Wolle oder vielleicht einen Ball. Oder willst du deine neuen hübschen Taffisocken? Dann nehmen wir die Taffisocken. Und dieses Paar Socken, das klemmt ihr euch jetzt hier zwischen Kinn und Brustbein. Genau. Das geht gut, oder? Achtung, nochmal lösen, denn jetzt müsst ihr euch eine andere Position suchen. Jetzt legt ihr euch auf den Rücken. So, super. Einmal auf den Rücken legen, super. Als nächstes klemmt ihr nun das Paar Socken oder euren Gegenstand zwischen Brustbein und Kinn. Die Beine winkelt ihr jetzt an, die dürft ihr auch gerne mit euren Händen am Schienbein anfassen. Und jetzt wackelt ihr ein bisschen vor und zurück und vor und zurück. Die Knie dürfen leicht geöffnet sein, damit ihr euch nicht versehentlich damit gegen die Nase haut. Super, Taffi. Und wie ihr seht bei Taffi, der kommt schon immer höher und immer höher. Das ist klasse. Achtung, kurze Pause. Ich erkläre nämlich, was als nächstes passiert. Und jetzt wäre es vielleicht gut, wenn ihr noch Mama oder Papa dazu holt. Die könnten euch jetzt nämlich gleich ein bisschen behilflich sein. Denn die nächste Übung ist, dass ihr so lange vor und zurück wippt, dass ihr in den Hockstand kommt. Das wird vielleicht ein bisschen schwieriger und ihr dürft auch eure Hände nehmen, um dann vielleicht euch auch aufzustützen. Zur Not helfe ich Taffi und zur Not hilft bei euch ein Erwachsener. Achtung, wieder schön das Kinn auf die Brust nehmen und wir bewegen uns vor und zurück und vor und zurück. Und auf die Hocke. Genau. Und Taffi hat seine Hände zur Hilfe genommen und ist in den Hockstand gekommen. Wir machen das noch einmal, bitte. Nochmal probieren. Und jetzt machen wir das mal ohne Hilfsmittel, ohne Socken. Das geht auch so, aber immer schön dran denken. Kinn auf die Brust. Los geht's. Vor und zurück. Ja, erst wackelt ihr hin und her und dann mit ordentlich Schwung. Und noch einmal mit hoch. In die Hocke und auch ihr dürft natürlich gerne eure Hände dafür benutzen. Super habt ihr mitgemacht und jetzt kommt der nächste Schritt. Als nächste Übung braucht ihr eine Erhöhung. Vielleicht habt ihr die Matratze von eurem Bett zur Verfügung oder so ein Podest, wie wir ihn hier haben. Taffi sitzt schon genau richtig im Hockstand. Die Arme kommen jetzt auf den Fußboden, etwas entfernt von der Erhöhung und die Arme sind leicht gebeugt. Zu Hause nehmt ihr bitte den Gegenstand, vielleicht euer Paar Socken, und klemmt es wieder zwischen euer Kinn und die Brust. Wichtig ist, und das seht ihr jetzt hier, Taffi hat wieder richtig schön den Katzenbuckel gemacht. Das ist genau super so. Und jetzt ist es wichtig, dass eure Erwachsenen da sind und euch helfen, denn jetzt rollen wir das erste Mal. Nicht vergessen,
Das Kinn bleibt auf der Brust, der Katzenbuckel bleibt rund und ihr könnt euch mit den Füßen ganz leicht abstützen. Die Arme sind leicht gebeugt. Die Eltern können jetzt aufpassen, dass ihr auch richtig rollt. Eine Hand an den Po und wir gehen mit dem Nacken zuerst auf. Und ihr habt eure erste Rolle gemacht. Ich hoffe, es war gut bei euch und es ist gut gelungen. Und ihr habt euch nicht wehgetan. Ihr habt euch hoffentlich nicht die Knie an die Nase gehauen. Und wir probieren es noch einmal. Taffy, komm, wir gehen noch einmal in die Ausgangsposition. War es gut für dich? Ja, super. Achtung, nochmal. In die Knie. Hände leicht vor euch, ein bisschen gebeugt. Kinn ist auf der Brust. Den Gegenstand, den ihr dazwischen habt. Und Achtung, wir rollen noch einmal. Und zack, super. Bald seid ihr soweit und bald könnt ihr eine richtige Rolle. Taffy, bist du jetzt bereit für den richtigen Purzelbaum? Ihr seid es auch schon, aber bitte erstmal nur mit Hilfe. Taffy, als erstes bitte in den Hockstand. Super. Die Arme etwas weiter vorne aufsetzen und die Arme sind leicht gebeugt. Das Kinn ist wo? Richtig, auf der Brust. Am besten irgendwas dazwischen klemmen, damit auch der Kopf dort bleibt. Wichtig, der Kopf berührt nie den Fußboden. Ihr rollt zuerst mit dem Nacken ab. Jetzt können wieder die Erwachsenen etwas Hilfestellung geben. Denkt an den Katzenbuckel. Okay, super Ausgangsposition und wir rollen über den Nacken in den Hockstütz. Vielleicht beim nächsten Mal in die Hocke. Super, Taffy, das war klasse. Komm, noch einmal. Ausgangsposition einnehmen, Hocke, Arme etwas nach vorne, Arme sind leicht gebeugt, Kopf ist gebeugt auf der Brust, Katzenbuckel ist da und wir rollen nach vorne in den Stütz. Gut gemacht! So einfach geht ein Purzelbaum. Gut, Taffy, du kannst dich einen Augenblick ausruhen und entspannen. Wer jetzt sagt, ich traue mich, keine Rolle zu machen, das ist überhaupt gar kein Problem. Kennt ihr einen Baumstamm? Man kann auch eine Baumstammrolle machen. Soll ich es vormachen? Ihr legt euch einfach auf den Bauch und dreht euch einmal um die eigene Achse. Und schon habt ihr eine Baumstammrolle gemacht. Und wer im Rollstuhl sitzt, der dreht sich einfach einmal um die eigene Achse. Und das zählt natürlich auch als Rolle. Jetzt könnt ihr fleißig üben, üben, üben. Ich wünsche euch da ganz, ganz viel Spaß bei, dass ihr ganz viele Purzelbäume macht. Gleich geht's los! Und ihr tanzt alle mit! Hier kommen eure Buchstaben! D-I-S-C-O! D-I-S-C-O!